Herzlich willkommen zur 17. Folge Democracy 4, mittlerweile Beta Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Okay, Situation, die uns bevorsteht. Oh! Die Schuldenkrise, wir sind so knapp daran vorbeigeschlittert, kurz vor der Wahl. Es ist nach unten gegangen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Continue... Unser Defizit ist gestiegen. Wir haben auch wieder gut ausgegeben. Aber die Weltwirtschaft geht hoch. Wir machen... Ja, aber so viele Ausgaben haben wir jetzt nicht reingesetzt. Ach so. Ausgaben, der Ölpreis ist wahrscheinlich gestiegen. Tja, gucken wir mal auf unsere Probleme... Gig Economy ist wieder hochgegangen. Die nicht kompetitive Wirtschaft, wahrscheinlich auch wegen der Krise, die wir nebenan am Start haben und unsere... Ah, die Wirtschaft wächst. Wie geht's der Umwelt? Der Umwelt geht's schlechter. Mal schauen, ob wir bei diesem ganzen Wirtschaftsgedöns irgendwelche Dinge finden, die was mit Nachhaltigkeit, Green Economy irgendwie zu tun haben. Wir haben auf jeden Fall jede Menge politisches Kapital. Ziemlich cool. Ja, wie ist das denn passiert, dass wir 41 haben? Okay, wir können jetzt alles machen. Endlich. Economy ist hier krass, bis auf Capital Control. Beschränken, dass Kapital außerhalb, aus dem Land rausfließt. Wir haben sehr viele Dinge. Wir können hier, weil wir drüber gesprochen haben, Quoten einführen für Minderheiten, für benachteiligte Gruppen, weil Frauen sind keine Minderheit. Also auch da, mich stören da ja immer so ein bisschen die Begriffe. Ich bin auch aus mir selbst heraus überhaupt kein Fan von Quoten. Das liegt aber auch daran, dass ich mehr als einmal in meinem Leben gehört habe, wir brauchen da mal noch eine Frau. Romy, hast du Zeit oder kannst du dazukommen? Kannst du das übernehmen? Ja. Und ich bestimmte Jobs nicht haben will, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich das kann. Ja, weil jemand denkt, dass ich das kann. So, Punkt. Ja. Ich glaube aber nach wie vor, dass wir an den Quoten nicht vorbeikommen, weil solange es keine Normalität ist in den Chefetagen, dass dort Frauen sitzen, dass dort Menschen sitzen, die vielleicht aus anderen kulturellen Hintergründen kommen, die zugewandert sind, in der, keine Ahnung was, die einfach anders sind als vielleicht die männlichen Geschlechtsgenossen, die Edel halt beschrieben hat. Solange das nicht da ist, werden wir wahrscheinlich die Quoten brauchen. Ja. Ist quasi als Überbrückung. Nun aber wäre ich dagegen, diese jetzt einzuführen. Ja, weil wir haben gerade Sachen und könnten uns was Teureres leisten. Genau, wir könnten beispielsweise diesen ganzen Vertical Farm Bereich machen. Da hätten wir was für einen Farmer gemacht und würden deren Einkommen erhöhen. Würden den Lebensmittelpreis weiter senken. Ja. Wir könnten auch zu der Green Electronics Initiative gehen. Die deutlich teurer ist, ja. Die deutlich teurer ist, aber die sich positiv auf die Umwelt auswirkt, weil wir ja wieder das Glück haben, dass wir nicht das umsetzen müssen, sondern wir können einfach nur sagen, wir machen das jetzt. Ja. Also und deutlich teurer vom politischen Kapital her, meinte ich. Gar nicht vom Geld. Ja, eins, oder? 23 politisches Kapital und das andere waren 16. Wir könnten uns beides leisten, tatsächlich. Wir haben 41. Ja, die Farms Subsidies sind halt wieder richtig teuer. Insofern wäre ich, glaube ich, erstmal für die Green Electronics Initiative. Okay. Und danach finde ich dieses Limit Automated Trading irgendwie ganz gut. Das ist noch teurer, das kostet 26. Dann bleiben wir erstmal bei den grünen elektronischen Geräten. Da
würde ich tatsächlich eher, weil wenn ich jetzt hier so auf dem, im Mittelfeld sind es 216 Millionen und wenn ich da einfach nur mal ein paar draufsetze, ist das halt auch nochmal ein ordentlicher Schlag auf die CO2-Emissionen drauf. Ach, ja. Weißt du warum? Ja, genau, diesen Gedanken werde ich jetzt gleich ausführen. Bist du damit zufrieden oder höher? Zufrieden, ich freue mich auch auf deinen Gedanken. Ich will da gar nicht länger drüber reden, ich will deinen Gedanken. Nee, was hier passiert ist, wo sind wir? Wo ist denn unsere... wir können mal hier drauf gehen und dann The Environment. Ich weiß, was das hier ist, warum es der Umwelt plötzlich so viel schlechter geht. Wir haben die CO2-Steuer abgeschafft, weil sie uns kein Einkommen beschert hat. Aber es hatte CO2-Reduktion und war gut für die Umwelt. Auch wenn sie uns keine Einnahmen gebracht hat. Aber das ist der Impact. Dann werden wir sie wohl wieder einführen müssen. Und hier hat sich jetzt die Zahl auch wieder geändert. Stimmt jetzt. Wir haben 18... Wir brauchen für die CO2-Steuer 39. Wir haben 18, wir bekommen 20. Wir können 80 Maximum haben. Von daher kommen wir auch einmal durch. Ist total verrückt. Ja. Wir können regelrecht das tun auf einmal. Ja. Okay, dann machen wir einfach mal nächste Runde. Oder nein, wir sollten die 18 ausgeben und dann zwei Runden für CO2-Steuer, oder? Oder willst du zwei Runden jetzt einfach mal durchklicken und wir gucken, wo die Reise hingeht? Auf die zwei Runden einfach durchgeklickt und geguckt, wo die Reise hingeht. Alles klar, dann machen wir das. Wir haben ein Dilemma. Menschenschmuggel. Eine große Anzahl von Menschen wurden dabei erwischt, wie sie unser Land betreten haben, versteckt in Überseekontainern. Ein organisierter Versuch des Menschenhandels oder Menschenschmuggels. Wollen wir, dass wir diese Menschen, dass wir ihnen erlauben zu bleiben oder sollen wir sie abschieben? Ich würde ihnen erlauben zu bleiben. Ja, ich würde nämlich auch, weil sie haben keinen Ausweg gesehen. Menschen haben das auf kriminelle Art und Weise, per Schleuser, auf diese Art und Weise versucht, sie in unser Land reinzubringen. Dafür können sie nichts. Ich wäre dafür, große Anstrengungen darauf zu setzen, diese Menschen, die diesen Schmuggel möglich machen, hinter Gitter zu bringen und sichere Zugangswege zu ermöglichen. Deswegen würde ich auch Allow Them to Stay anklicken. Also ich verstehe auch nicht, warum man das Leben von den Leuten noch schlimmer machen muss. Ja. Das ist, das erschließt sich mir nicht. Und wenn ich gerade auf die griechischen Inseln gucke, gerade auf Lesbos, echt nicht toll. Ja. Da wünsche ich mir mehr Verantwortung von der Friedensnobelpreisträgerin der EU. Ja. Friedensnobelpreisträgerin Europäische Union. Ja, da müssen wir gar nicht mit anfangen, was Frontex angeht und um Gottes Willen. So, unser Defizit ist ein klein wenig gesunken. Wir haben 38, uns fehlt ein politischer Dings, deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Ja. Und Horsti fragt gerade auch, ob wir noch andere, ob es jetzt gerade nur noch Migration als Dilemma gibt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir noch andere Dilemmata bekommen. Ja, dieses hier zum Beispiel. Freiheit der Information. Es gibt Rufe danach, dass ein Gesetz etabliert wird, das dafür sorgt, dass dass die Informationen, die es über Bürger gibt, offengelegt werden. Das bedeutet auch private medizinische Firmen, Versicherungsagenturen, Debt Collection ist, Kreditinstitute und staatliche Einrichtungen. Für es zu tun, dann würde ich nämlich auch rauskriegen, welche E-Mails in dem Ministerium jetzt geflossen sind. Dann könnte ich nachfragen. Ja.
Freedom of Information Act finde ich immer, also finde ich eine großartige Geschichte. Dass, es gibt ja auch die deutschen Meisterschaften jedes Jahr von Frag den Staat, die verschiedene Ministerien gegeneinander antreten lassen. Und das Ministerium, das schneller die Informationsfreiheitsanfrage beantwortet, kommt in die nächste Runde. Ziemlich cool. Das ist total witzig. Das finde ich ziemlich cool. Und es gibt tatsächlich einfach immer wieder Fragen, die Leute haben, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und einerseits gibt es so die Möglichkeit zu kontrollieren und an mehr Informationen zu kommen, also höhere Transparenz, mehr Kontrolle. Und andererseits kann es halt auch dazu führen, dass Menschen, wenn sie das lesen, ein größeres Verständnis für politische Entscheidungen haben oder eben auch dann sagen, warte mal, da müssen wir jetzt mal was ändern. Ja. Und Teile des Mueller-Reports in den USA sind nur dank des Freedom of Information Acts zwischen eins. Also Proposed Freedom okay. Act. Ja, staatlichen Angestellten finden es doof, aber so ist das halt. Ist auch stressig. Also ja, es ist halt stressig. Auch stressig. Und solange, da sind wir ja auch wieder bei Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, weil es ist gar nicht so einfach, diese Anfrage nach allen E-Mails, allen Kommunikationen zu bestimmten Themen tatsächlich zu erfüllen, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, das in allen Abteilungen gleichzeitig abzufragen. Ja. So, wir haben wieder Nachrichten. Das ist wieder Wilhelm mit seinem Classic Cars. Der möchte, dass die Emission Limits runtergesetzt werden. Nee, tut mir leid. So, 40. 40 hat sich was dran geändert. Oh. Das war eben noch 80, aber wir haben in der Runde da drauf nicht drauf geguckt. Interessant. Naja. Dann führen wir jetzt mal die CO2-Steuer ein. Oh, das ist krass. Und jetzt steht übrigens auch der maximale Betrag bei 4. Gerade eben stand er noch bei 3 irgendwas. Ja. Und jetzt kriegen wir überhaupt was. Das ist sehr, sehr schön. Ja, wo wollen wir es lassen? Ja, ich hätte sie schon so gern bei 3. 3? Sehr gerne. Ja, wir kommen. Der Climate Change Adaption Fund muss refinanziert werden. Ja. So, wir haben wieder eine CO2-Steuer und wir haben nur noch ein politisches Kapital. Wir haben schon unsere Wahlversprechen gesagt. Unser Defizit sinkt ein klein wenig weiter, wird jetzt mit den neuen Einnahmen weiter sinken. Nächste Runde. Ah. Dass wir da nichts gegen machen können. Ja, also dieses Event hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Dass unser Land versucht hat, Müll loszuwerden und dass der zurückgekommen ist zu uns. Und das stört unsere Auslandsbeziehungen. Und wir haben eine Situation, die kurz bevorsteht. Debt Crisis. Okay, ja. Wieder da. Ansonsten kein Dilemma dieses Mal. 94 runtergegangen. Die Weltwirtschaft steigt weiter. Unser GDP ist da oben. Gucken wir mal unsere Probleme an. Gig Economy ist ein bisschen hoch. Nicht kompetitive Wirtschaft ist ziemlich weit oben. Und ich hoffe, dass unsere Asthma-Epidemie jetzt demnächst runtergehen wird. Tja, wir könnten, was wir mal machen können, dass wir mal hier gucken und bei der Produktivität oder bei den Löhnen schauen, was die beeinflusst. Ich finde es total gut. Ich wollte dir auch die Produktivität vorschlagen. Okay. Produktivität ist abgesackt und wir sehen leider nicht wann. Also vor 2, 4, 6, 8, 10, vor 11 Runden. Was da wohl passiert ist vor 11 Runden. Ich weiß, wo wir es nachgucken können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da war der Krieg. Und wir haben den Merger.
verhindert. Ich würde sagen, der Krieg ist einer der Auslöser, dass unsere Produktivität runtergeht. Kann durchaus sein. Wenn der internationale Handel irgendwie niedriger ist, oder der Absatz. Wir haben gar nicht so viel, was es irgendwie wirklich negativ beeinflusst. Von denen eigentlich. Die Asthma-Epidemie, 4% sorgt es. Dann Arbeitslosigkeit beeinflusst und Löhne beeinflussen die Produktivität negativ. Und zwar um 21%. Stört sie an den Löhnen. Möchte ich aber jetzt eigentlich nicht dran drehen. Ach, gucke. Nee, ich auch nicht. Die Immigration. Könnte die Logik dahinter sein, dass durch Migranten wir mehr Leute haben, die um weniger Arbeitsplätze kämpfen und gerade im Niedriglohnsektor und das dazu führt, dass die noch niedriger werden? Da gehe ich stark von aus, dass das so ist. Also anders kann ich mir das gerade irgendwie nicht so richtig erklären. Ja. Und also hier der regionale Krieg wirkt sich auf die Migration aus, aber nicht doll tatsächlich. Wir haben den zweimal. Mit zwei Kriegen? Ja, wir hatten vor sehr langer Zeit irgendwie in der nach der ersten Wahl hatten wir schon mal das Event. Das heißt, wir haben zweimal diesen Effekt. Aber der Krieg wirkt sich auch auf unsere Stabilität aus. Unsere Stabilität ist hoch. Aber nur negativ. Nochmal das Regierungsdefizit, also das finanzielle Defizit, was sich auf die Stabilität negativ ausgewirkt hat. Also langsam müssten wir eigentlich mal beim Credit Rating so ein bisschen Glück haben. Ja. Also eigentlich geht es uns nicht so schlecht, aber so richtig hantieren können wir auch gerade noch nicht. Ne, wir können ja mal Foreign Relations ist eigentlich gut. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir hier irgendwo, wo müsste denn Credit Rating sein? Inflation ist es nicht. Cryptocurrency Adoption. Haben wir denn irgendwo hier Credit Rating? Das wird er wahrscheinlich nicht direkt anzeigen, ne? Nee, ich glaube, das war unsere tatsächlich Währung ist super krass. Ja klar, unser Land ist stabil, die Wirtschaft ist stabil, unsere Währung stabil, das ist eigentlich jetzt nicht weiter verwunderlich. Internationaler Handel geht runter wegen unserer starken Währung. Das ist immer so eine ganz spannende Frage, je nachdem, ob die Wirtschaft eher export- oder importlastig ist. Da wirkt sich natürlich aus. Ja. Nun gut, angefangen haben wir bei der Produktivität. Ja. Da sind wir über Löhne gestolpert. Wir könnten auch nochmal gucken, was wir gegen die Arbeitslosigkeit tun können. Sehr gern. Arbeitslosigkeit geht nach unten. Ich habe noch eine andere Theorie, oder eine These besser gesagt. Mal gucken, was du bzw. was ihr dazu sagt. Ja. Ich habe ja vorhin so hin und her überlegt, ob sich die Migration auf die Löhne auswirkt, weil mehr Leute um die Jobs im Niedriglohnsektor kämpfen ist der falsche Begriff, aber ihr wisst, was ich konkurriere. Mhm. Und wenn wir in diesem Bereich jetzt aber mehr Jobs schaffen würden, könnten wir das vielleicht ein bisschen auffangen. Mhm. Beispielsweise in Landwirtschaft und Co. Oder auch in den Städten. Also ich habe keine Ahnung, müssen mal gucken, in welchen Bereichen das jetzt greifen könnte. Ja, wir könnten mal schauen. Wir könnten mal hier bei der Rural Development Grants
wirkt sich direkt auf die Arbeitslosigkeit aus, weil wir da Sachen fördern. Wir könnten hier mehr ausgeben. Also, wenn ich jetzt mal sage, wir schlagen mal 1 Milliarde drauf. Ändert das an der Arbeitslosigkeit direkt mal 3%. Ja. Für 1 Milliarde. Wäre Rural dann, was ich auch gesehen habe, Organic Farm Subsidies ist nicht direkt auf die Arbeitslosigkeit, aber die Farm Subsidies, also die landwirtschaftliche Subvention, hier sind sie, wirken sich auf die Arbeitslosigkeit aus, wenn ich da 1 Milliarde draufschlage. Sind das 2,5%? Wie wirken sich denn die Vertical Farm Subsidies aus? Dann haben wir, weil normalerweise passiert der Zuzug immer eher in den Städten. City Farms? Gar nicht. Nee, Vertical Farms. Nee. Das war bei den Gesetzesvorschlägen irgendwo mit dabei. Ach so, ich weiß nicht, ob bei Economy genau da die Vertical Farm Subsidies haben wir noch nicht eingeführt, tatsächlich, ja. Unemployment wissen wir nicht, aber wirkt sich auf Unemployment aus. Ja, das wäre ein guter, wäre eine gute Sache, das zu machen. Na dann. 2,2 Milliarden Unemployment 4. Wie viel Geld geben wir aus? Also wir haben hier den Vorteil, dass der Lebensmittelpreis wirklich signifikant nach unten geht, was wiederum eigentlich dazu führen sollte, dass die Leute im eigenen Land mehr konsumieren. Ja. Für andere Dinge. Der Verkehr geht runter, die Kapitalisten mögen uns nicht so und wir müssen auch mal langsam was für die Reichen tun, befürchte ich. Aber wir tun hier auf jeden Fall was für die Farmer, die uns bisher nicht so super, also der, okay, mittelmäßig gut fanden. Ich hätte jetzt auf 2,5 Milliarden gesetzt, also dahin so, was uns 4,8% Abzug von der Arbeitslosigkeit bringt. Das finde ich gut, weil die Rechnung natürlich auch ist, wie viel Geld müssen wir an Arbeitslosenhilfe nicht bezahlen. Ja. Und insofern, klar. Der und Lebensmittelpreis auch an Unterstützung. Geht runter. Genau, der Lebensmittelpreis geht runter. Das bedeutet für uns, dass wir wiederum weniger Unterstützungsleistungen in anderen Bereichen machen müssen. Ja, also. Los geht's. 5 hätten wir noch. Für 5 könnten wir auch die diese ländlichen Raumentwicklung noch einen hochsetzen. Ja. Habe ich mir eben gemerkt, dass da noch was ging. Also wenn wir da auch noch 1 Milliarde drauflegen, was wir waren bei 3,61. 1 Milliarde draufgelegt, bekommen wir nochmal 3% weniger Arbeitslosigkeit. Bruttoinlandsprodukt steigt auch nochmal. Langsam, aber es steigt. Um 1%, ja. Ist gar nicht so langsam über 6 Runden. Dann lass uns das tun. Die Leute fahren auch mehr mit der Bahn. Sie fahren zwar auch im Auto, aber vielleicht können die sich dann irgendwann energieeffiziente Dinge leisten. Auch ja. Und Verkehr. Also. Also nächste Runde. So, wir haben ein Dilemma. Eine Gelegenheit, Öl zu bohren in unserem Land. In einem Naturschutzgebiet. Der erste Satz ist für mich irgendwie schon eine Aussage genug. Ja. Würde ich auch sofort verbieten. Wir müssen den Absprung schaffen, dass wir uns unabhängig vom Öl machen. Das heißt auch, dass wir in unserem Land kein Öl fördern. Nix, ne? Hilft nichts und unsere Natur findet super gut. Ja.
Kapitalisten finden es doof, Naturschützer finden es super. Großartig. Sonst nichts groß passiert. Unser Defizit ist wieder gestiegen. Ja, gut, wir haben ein bisschen was ausgegeben. Die Weltwirtschaft steigt weiter, aber das kann nicht ewig so weitergehen. Wir könnten jetzt echt mal jemanden brauchen, der sagt, Mensch, euer Credit Rating gefällt uns aber. Ich glaube, das schaffen wir gleich. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit weg. Wir haben jetzt mehrere Dinge, die das Bruttoinlandsprodukt stützen. Insofern, wir sind als Staat relativ stabil, politisch stabil, ich denke. Ja, Gig-Economie geht runter. Das ist immer noch eins unserer Probleme. Die nicht kompetitive Wirtschaft ist, das ist aber der Konflikt, der uns da über die Produktivität und so weiter und so fort. Und die Asthma-Epidemie geht langsam, aber sicher runter. Tja, unsere Schulden weiter nach oben. Wir haben 20 politisches Kapital. Wir können Dinge tun. In Sachen würde ich gerne mal genauer schauen. Ich würde gerne bei den Sachen noch mal genauer schauen. Beispielsweise im Bereich Organspende. Ah. Die Lebenserwartung und die Gesundheit gehen hoch. Für kaum aus. Wir setzen hier das Gesetz, wie Organspende ablaufen muss. Das heißt, wir geben nichts aus, sondern wir regeln. Bitte? Wollen wir das machen? Finde ich gut. Wir geben mal kein Geld aus. Kaum. Und regeln einfach. Also ja, fände ich super. Bin ich eher sehr, sehr dafür. Und Presume Consent heißt, man nimmt die Zustimmung an. Wenn man höher geht, wäre es universell. Also Presume Consent bin ich schon stark für. Heißt, man muss aktiv widersprechen. Und wenn man es noch höher treibt, dann wäre es universell keine Möglichkeit zu widersprechen. Aber ich würde es gerne haben bei annehmen, dass jeder Bürger einwilligt, es sei denn, er widerspricht ausdrücklich. Ich bin dafür. Guter Einschlag auf die Gesundheit und die Lebensspanne. Ich würde gerne nochmal. Na, Transport sind wir jetzt drüber. Ich würde jetzt vielleicht mit den 7 nochmal so ein bisschen gucken, was können wir noch machen. Wo können wir noch ein bisschen was beeinflussen? So beispielsweise hier Busspuren. Könnten wir ein bisschen mehr Geld in der Hand nehmen und die höher setzen. Das finden die Autofahrer doof, aber die Pendler finden es gut und die Nutzung der Busse steigt. Wäre ein Vorschlag. Oder die Busbezuschussung an sich. Die können wir übrigens dann auch so perspektivisch, finde ich, runterfahren, weil wir an ganz vielen anderen Stellen wiederum einkommensstärkend wirksam war. Sollen wir die eher runternehmen, meinst du? Ich würde sie eher runternehmen. Sie bringen uns momentan wenig. Also wir haben andere Dinge, also dafür, dass wir eine Milliarde ausgeben, gab es andere Stellschrauben, die vielleicht noch effizienter gewesen wären. Also die waren am Anfang, als wir sie eingeführt haben, gut. Inzwischen hat sich aber ein Stück weit auch das Einkommen verändert. Und insofern können wir die hier gerne runterschrauben. Ist ja nicht so, dass wir sie wegnehmen würden. Ja, also so runter, so an diese Grenze, dass wir zweimal dafür ausgeben. 300 Millionen sparen. Ja, finde ich gut. Okay. Dann haben wir hier die Steuer, das ist auch eher so eine, diese Verstopfungsgebühr für Autos, weil wir dieses Problem hatten. Die würde ich jetzt auch gar nicht anfassen, weil das ist nicht wirklich ein Einkommen. Ich würde sagen, dass sie da, wo sie jetzt ist, dieses minus 12 ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Wo sind wir da?
Ja, wir sind immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Das heißt, da würde ich auch nicht erniedrigen. Es kostet uns kaum was. Also es bringt uns tatsächlich ein bisschen Geld ein. Hier könnten wir nochmal gucken. Hier geben wir auch relativ viel Geld für aus, für diese Arbeiten zu Hause, Dingsi-Bumsi. Aber es gibt uns ein Minus von 10 auf die Autonutzung, was ganz cool ist. Und definitiv, aber auch hier wäre dann irgendwann die Frage, wann nehmen wir als Staat die Unternehmer und die Unternehmen stärker in die Verantwortung, selber dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeitenden gut ausgestattet sind. Also momentan unterstützen wir das und finanzieren das auch. Aber irgendwann muss halt auch der Moment kommen eigentlich, wo die Unternehmen selbst das tun. Ich hätte auch kein Problem, die auch ein bisschen zurückzunehmen. Dann sind wir schon zwei. Okay. Blicke ich hier gerade so. Wir haben die respiratorische Erkrankungen sind schlimmer geworden. Ich hätte jetzt gesagt, das, was wir gespart haben, das ist nur ein Bruchteil. 60 Millionen können wir mal in die Awareness-Campaign, was Tabakgenuss angeht, reinstecken. Ich widerspreche dir, das passiert auch nicht so oft. Würde ich nicht machen, sondern ich würde sie lieber in nochmal gucken im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, ob wir da irgendwas machen können. Und wenn wir Bäume pflanzen oder so. Reforestation haben wir gemacht, ne? Wo ist denn? Ich glaube, die haben wir gemacht. Ich weiß nicht, auf welchem Level. Und vielleicht gibt es in dem Industriebereich noch so ein paar Vorgabengeschichten. Ja, ich suche jetzt mal gerade. Plastiktütenverbot. Ich glaube, das haben wir gemacht. Ja, Plastiktütenverbot. Wir haben eine Steuer. Plastic Bag Tax. Da waren wir aber sehr zahm. Ja. Die können wir mal hochziehen. Ja. Und ich suche immer noch die Wiederaufforstung. Ich kann mal gucken, ob wir die gemacht haben. Da. Die haben wir auch eher auf einem mittleren Level eingeführt. Wir könnten jetzt hier gerade noch mal paar Millionen drauflegen. 100, um genau zu sein. Könnten wir drauflegen. Und wenn wir irgendwann mal Geld übrig haben, können wir ja auch das noch höher ziehen. Und dann sind wir bei 0, also nächste Runde. Wo sind wir jetzt hier gerade schon? Wir sind noch 11 Runden bis zur nächsten Wahl. Wie ist unsere Popularität? 100. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.